Ost-Berlin während der sogenannten Weltfestspiele im Sommer 1973. Das DDR-Regime gibt sich nach außen weltoffen und liberal. Die neue Offenheit hat Grenzen. Nur wenige hundert Meter vom Festivalschauplatz entfernt lebt der Liedermacher Wolf Biermann. Er versteht sich als Kommunist, übt in seinen Liedern jedoch auch Kritik am Sozialismus in der DDR. Seit 1965 darf er nicht mehr öffentlich auftreten. Dadurch, dass sie mich verboten haben, haben sie die Musen dazu angestachelt, mich umso leidenschaftlicher zu küssen. Und das ist ja nicht das Schlechteste, was einem Dichter passieren kann. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Im Herbst 1976 erhält er eine Einladung der westdeutschen IG Metall zu einer Konzertreise in die Bundesrepublik. Die DDR-Behörden stimmen zu. Am 13. November 1976 singt er in Köln. Die BRD braucht eine KP. Biermann gibt sich so, wie man ihn kennt, spart nicht mit Kritik. Am Westen und am Osten. Die DDR braucht endlich und wie. Rosas rote Demokratie. Es war prima, es war wunderbar. Die Leute waren gut, ich war auch nicht schlecht. Es hat gut hingehauen. Ich möchte am liebsten weg sein. Er weiß nicht, dass das SED-Regime seine Ausbürgerung längst beschlossen hat. Und bleibe am liebsten hier, am liebsten. Vor seinem nächsten Konzert hat ihn die erschütternde Nachricht erreicht, im Autoradio. Wolf Biermann ist von der Partei und Regierung ausgebürgert worden. Er darf nicht wieder zurück in die Deutsche Demokratische Republik, weil er die Deutsche Demokratische Republik verleumdet hat mit seinen sogenannten Liedern und Gedichten. Es kommt zu Protesten in West und Ost. Doch die Staats- und Parteiführung der DDR lässt sich nicht umstimmen. SED-Chef Erich Honecker persönlich vertritt die harte Linie, was selbst manche Parteigenossen verstört. In Deutschland jemanden auszuweisen, gerade von einer sozialistischen Regierung, das ist geschmacklos, weil das... Es gab ja tatsächlich Antifaschisten, die diesen Staat DDR mit aufgebaut haben. Und dann mit einer Ausweisung zu kommen, das war nichts als nackter Machtdurchsetzung von Honecker. Die Ausbürgerung markiert einen Wendepunkt. Die Hoffnungen auf einen demokratischen Sozialismus in der DDR erweisen sich immer mehr als Illusion. Biermanns Lebensgefährtin Eva Maria Hagen und ihrer Tochter Nina folgen zahlreiche Schauspieler, Schriftsteller und Sänger in den Westen.